Philipp Amthor das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe zum späten Abend eine gute Nachricht für die Ampelfraktion. Sie haben mit Ihrem Gesetzentwurf für das Planungssicherstellungsgesetz ein Gesetz vorgelegt, dem meine Bundestagsfraktion zustimmen kann. Und warum können wir das? Ganz einfach, weil Sie von uns im Wesentlichen abgeschrieben haben. Oder weil man es noch präziser sagen kann, weil Sie den von uns in der vergangenen Wahlperiode auf den Weg gebrachten Gesetzentwurf des Planungssicherstellungsgesetzes bis auf wenige Änderungen im Prinzip nur mit der verlängerten Frist verlängern. Und dagegen kann man in der Sache auch gar nichts haben. Das Planungssicherstellungsgesetz hat uns, und das haben Sie zutreffend beschrieben, in der Corona-Pandemie geholfen, die Handlungsfähigkeit des Staates auch in Pandemiezeiten im Planungsrecht zu sichern. Wir haben immer gesagt, wir wollen aus der Not von Corona die Tugend der Digitalisierung machen. Wir wollen Impulse aufgreifen für die Verwaltungsmodernisierung. Und diese damals richtigen Schlagworte, die gelten heute auch noch. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Planungssicherstellungsgesetz war gedacht, und das war für uns immer klar, als eine Art Pandemiefolgengesetz. So ein echter Durchbruch zur Verwaltungsmodernisierung war das damals konzeptionell eigentlich noch nicht. Und ich zitiere da, brauchen Sie nicht mit dem Kopf schütteln, ich zitiere einen Ihrer Kollegen aus Ihrer Bundestagsfraktion, Mahmut Özdemir, mit dem ich das Gesetz in der vergangenen Wahlperiode ausgehandelt habe. Er hat damals in der Debatte gesagt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, ich schlage vor, wir stimmen heute einem Pandemiefolgengesetz zu, um morgen gemeinsam eine Verwaltungsmodernisierung in allen Bereichen vorzunehmen. Das war damals richtig. Das Problem ist nur, heute ist eigentlich nicht das beschriebene Morgen in dem Zitat, sondern schon übermorgen. Ich finde, das hätte alles schneller gehen können. Es hätte in der Evaluierung schneller gehen können. Und deswegen sage ich Ihnen, das ist ein gutes Gesetz. Und es ist richtig, dass wir jetzt die Evaluierung auswerten. Aber wenn es nach uns geht, wenn Sie Fortschrittskoalition sein wollen, dann machen Sie bei diesem Thema auch mehr Tempo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es passt in ein Bild. Verwaltungsdigitalisierung funktioniert bei Ihnen im Moment immer nur mit Schlagworten. Ich will das mit einem Thema noch mal beispielhaft unterlegen. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass Sie die Dauer vom Planungs- und Genehmigungsverfahren halbieren wollen. Das ist ein tolles Ziel. Als ich Sie dann aber in einer parlamentarischen Frage gefragt habe, wie groß denn die Zielzahl ist, die Sie halbieren wollen, war die Antwort, das wissen wir nicht, wir sind keine Statistikbehörde. Da muss ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, Versprechen, die man nicht nachprüfen kann, die sind auch nichts wert. Und insoweit nicht große Worte, sondern Taten. Dann bekommen Sie auch unsere Zustimmung im weiteren Gesetzgebungsverfahren. Herzlichen Dank.